Ja, hallo. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Teil über den Sondenberry. Ja, heute der Praxistest. Ich bin schon im Auto und ja, habe alles montiert. Der Sondenberry habe ich hier in diese Kfz-Halterung eingespannt. Die hält wirklich sehr, sehr gut hier, muss man sagen. Ihr seht, es ist wieder dunkel draußen. Ich stehe gerade schon auf dem Parkplatz, weil ich gerne diese eine, ja, Nachtsonde erwischen möchte, die ja direkt auf mich zufliegt, so wie ihr hier seht. Ja, ihr seht, kommt direkt auf mich zu. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das alles klappt. Ja, der erste Praxistest mit dem Sondenberry. Wie ihr hier seht, empfange ich die Sonde schon auch schon eine ganze Weile. GPS-Empfang ist auch. Das erkennt ihr an diesen zwei Ports, dass die grün sind, 1 und 2. Und ja, was habe ich als Antenne? Ich habe jetzt die Dachantenne angeschlossen. Und zwar diese Stummelantenne vom Joachim Kaufmann, die, wo ich euch schon vorgestellt habe. Die benutze ich auch als Dachantenne. Und habe doch schon relativ früh Empfang gehabt. Ne? Ja. Wie gesagt, der Sondenberry hängt jetzt hier in der Kfz-Halterung. Ich weiß nicht, ob man das so schön sieht. Ja, ist wie so ein, ja, wie so ein normales Kfz-GPS, kann man fast sagen. Ich habe jetzt ziemlich weit rausgezoomt, damit ich die Sonde noch im Blick habe. Hier bin ja ich. Ne? Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich die erwische. Ob ich der Erste bin, ob das alles klappt. Aber ich bin jetzt schon wirklich begeistert von dem Gerät. Arbeitet mit der Dachantenne wunderbar zusammen. Funktioniert einwandfrei. Und ja, dann wollen wir mal schauen, ob wir die nicht erwischen. Ne? Gut, dann gehen wir mal auf Sondenjagd. So, wir sind der Sonde schon recht nah, die ist auch schon gelandet. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Da ist ein Hof, mal schauen, vielleicht können wir da gut hin. Mal gucken. Ich empfange sie sogar auch, obwohl sie auf dem Boden ist. Das ist schon mal gut. Na gut, schauen wir mal weiter. So, ich bin schon recht nah. Ich habe jetzt mal geparkt. Ja, dann werde ich jetzt mal gucken. Also ich dekodiere immer noch die Sonde, wie ihr seht, obwohl sie auf dem Boden ist. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir die nicht erwischen. Ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz. Das müsste eigentlich ganz gut so sein. Mal gucken. Jetzt werde ich mal loslaufen. Ja, so. Ja, was soll ich sagen? Sie hat jetzt nur, ja, ich schätze mal, 10 Meter neben dem Auto gelegen. Und ja, das war eigentlich relativ einfach. Hier sind nochmal die letzten Positionsdaten. Und ja, ich war dann hingelaufen im Sondenberry. Aber naja, gut, viel laufen musste man nicht. Ja, und dann hatten wir sie schon bekommen, ne? Eine RS 41. Ja, von Ida Oberstein, die 12 Uhr Nachtsonde. Ja, das war jetzt einfach. War wirklich einfach. Also ich muss wirklich sagen, mit dem Sondenberry und diesen Offline-Karten, es ist wirklich eine Wohltat. Das habe ich jetzt vor allen Dingen gemerkt. Ich bin ja jetzt hier, sage ich mal, im Bayerischen, ja, über die Grenze gefahren sozusagen. Und ja, wir sind hier ziemlich, ja, hier gibt es nicht so wirklich Internetempfang. Ja. Ich habe das auch mal geguckt, hier auf dem Handy null. Ja. Also hier ist überhaupt kein ja, mobiles Internet. Da habe ich dann jetzt natürlich sofort irgendwo diese Vorteile gemerkt an diesen Offline-Karten, die auch noch verdammt genau sind übrigens. Man kann wunderbar danach fahren. Ihr seht auch meinen Track hier. Und also das ist wirklich klasse. Also das finde ich richtig, richtig gut. Gerade hier in der Gegend oder auch bei uns im Odenwald, da hat man oftmals schlecht, ganz, ganz schlechte Internetverbindung.
Und ja, da funktioniert das natürlich nicht mehr mit dem MySondi Go, ja, auch nicht mit dem RDZ-Sonde Go, weil ja auch die Karten letztendlich online geladen werden. Aber mit dem Sondenberry, ja, funktioniert das ganz gut. Und mit der Dachantenne einwandfrei. Ja, der hat weit noch dekodiert, wo die Sonde schon auf dem Boden lag, ja. Und ja, in Verbindung mit der Dachantenne funktioniert das auch super. Mit der kleinen Mobilantenne, wenn ich die draufschraube, ist ja im Grunde dieselbe Stummelantenne, nur nicht halt auf dem Magnetfuß. Funktioniert genauso gut, kann man das Ding hier direkt aus der Halterung rausnehmen. Und ja, und kann damit zur Sonde laufen. Also wirklich ganz, 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 ganz toll. Ja, gefällt mir ganz gut. Jetzt habe ich nur noch GPS-Empfang. Ich habe die Sonde ausgeschalten natürlich gleich. Da ist ja hier dieser Knopf, den brauchen wir dann nur drücken. Und dann geht die Sonde aus, dass sich da keiner auch weiter eine Mühe macht, die zu finden. Weil, ja, was soll ich sagen, ich war der Erste. Bis jetzt ist auch noch keiner aufgetaucht. Ja gut, die Nachtsonden, die sind nicht so begehrt, weil man halt wach bleiben muss bis spät, ne? Aber ich habe noch mehr vor. Ich gucke mal jetzt. Ja, ich werde wahrscheinlich mal noch die 6 Uhr Sonde probieren, ob ich die auch noch kriege. Die sollen ja heute alle so in meine Richtung fliegen, laut Vorhersage. Und ja, da werde ich mal versuchen, noch so ein paar zu kriegen. Man braucht ja immer wieder neues Bastelmaterial, ne? Weil die Elektronik da drin, ja, in diesen Sonden, ja, da kann man schon ein paar feine Sachen mit anstellen halt, ne? Ich konnte übrigens alles bergen hier, auch hier den Ballon und Fallschirm. Das ist ja immer wichtig, das sollte man immer alles mitnehmen. Und wer es nicht braucht, halt in der Mülltonne entsorgen oder halt aufheben, wenn man es möchte. Ja, das war mal der erste Praxistest vom Sondenberry. Und was soll ich sagen, er hat einwandfrei funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt aber auch nichts anderes erwartet, ja. Und ja, also ganz, ganz tolles Gerät. Ich sage ja, diese Offline-Kartengeschichte ist halt wirklich ein Traum. Er dekodiert sehr gut. Es sind immerhin zwei sehr hochwertige SDR-Sticks verbaut. Das habt ihr ja gesehen. Und in der Verbindung, mit der Verbindung in der Dachantenne, also klasse, klasse. Man kann bis zur Sonde fahren und wird hier schön angezeigt. Also das ist klasse. Seinen eigenen Standort plus die Sonde. Ja, was will man mehr? Na? Nee, wirklich schön. Entschuldigung. Mal gucken, was heute noch so drin ist. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, ja, dass das eigentlich alles tipptopp funktioniert, ohne Problem. Das Ding läuft wahnsinnig gut. Na? Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen, über ein Abonnement sowieso. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, weil, ach, da, wir haben noch so viele Themen abzuarbeiten. Und auch die Sondengeschichte, die wird nie so wirklich vorbei sein. Und auch die SDR-Geschichte, ihr kennt das ja alles, was so auf meinem Kanal so erscheint. Ja, dann aktiviert einfach die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr, gell? Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.